Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, man kann eigentlich auch schon sagen, welcome back auf meinem Kanal. Denn in den letzten Wochen war es definitiv etwas ruhiger bei mir hier. Was einfach damit zu tun hat, dass ich zeitlich so eingespannt war, dass es mir nicht möglich war, einfach auch ja, gescheite Videos zu produzieren. Und deshalb dachte ich, lieber ein bisschen längere Pause, bevor ich euch irgendwas irgendwie einfach hochlade. In dem heutigen Video schauen wir uns einfach an, was in den letzten 8 Wochen ja mit Q passiert ist. Wie hat er sich entwickelt? Wie weit ist die Ausbildung? Sind wir fortgeschritten? Hatten wir irgendwo Rückschritte? Ja, wie macht der Kleine sich einfach? Und ich freue mich darauf, wirklich euch das einfach mal so ein bisschen zu berichten. Der letzte Stand, den ihr hattet, war ja, dass Q 4 Wochen Pause hatte. Darüber hatte ich ja auch ein Video gemacht. Und dass wir halt quasi dann wieder angefangen haben mit dem Anlongieren. Er lief auch weiterhin wirklich sehr gut, deshalb stand nichts im Wege, dass wir wieder mit dem Reiten anfangen konnten. Ich muss dazu sagen, dass ich beim allerersten Mal auch nicht gefilmt habe, sondern nur ein kurzes Handyvideo gemacht habe, weil ich furchtbar aufgeregt war, ob er sich benehmen wird, ob das funktioniert und ja. Kurz und knapp kann man einfach nur sagen, er hat sich vorbildlich benommen, es war alles in Ordnung. Sie sind das erste Mal wieder an der Longe geritten, um einfach erstmal wieder so ein bisschen, ja, das alles so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was da vor der Pause irgendwie war. Und Q hat wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Weiter lief es dann so, dass Q von mir ablongiert wurde und der Foco die ersten 1-2 Mal nochmal an der Longe geritten ist. Wie gesagt, einfach um ihm ein bisschen Stabilität zu geben und einfach auch natürlich, keiner wusste ja, wie er reagiert, ob das einfach so wunderbar weitergeht wie vorher. Ja, und aber da alles gut war, haben wir auch relativ schnell wieder angefangen, die Longe abzumachen und quasi das Außenrumreiten in der kleineren Halle, also in der 2040 Halle, wieder zu festigen. Wir arbeiten aktuell Q unterm Reiter 2-mal die Woche und so haben wir das einfach erstmal natürlich ein bisschen weiter gemacht, dass die Zeiten an der Longe immer kürzer wurden, bis man einfach auch wirklich relativ schnell sagen konnte, nach dem Ablongieren, man macht die Longe eigentlich sofort zum Reiten ab. Man sieht auch einfach extrem, wie es Q definitiv deutlich leichter auf der Geraden fällt, also nicht auf dem Zirkel an der Longe, sondern einfach, sobald er gerade ausgehen kann, kann er sich viel besser ausbalancieren. Und das Faszinierende ist, bis dann, das seht ihr auch in den nächsten Videos, wie einfach krass ausbalanciert er für ein 3-jähriges Pferd schon ist. Und er ist auch, das werdet ihr auch gleich so im weiteren Verlauf immer mehr sehen, er ist schon extrem gerade. Also man erwartet ja eigentlich so, dass, ich sag mal, auch im Galopp oder so, sich der Popo vom Pferd nochmal so überholt oder sowas. Das ist bei ihm einfach nicht. Er läuft einfach geradeaus. Also es ist echt eine, ich finde es immer noch sehr faszinierend. Ihr werdet merken, ich bin immer noch so ein bisschen ungläubig, wie gut es eigentlich wirklich die ganze Zeit läuft. Ich warte eigentlich immer noch so auf den großen Knall, dass irgendwann mal sowas kommt, wo ich sage, ah, da ist der große fette Haken. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, bis zum heutigen Tag läuft es einfach vorbildlich mit diesem Pferd. Er ist ein kleines Streberpony, wie ich immer sage und auch wie der Bereiter sagt, weil er hat eine ganz, ganz tolle, faszinierende Einstellung zum Reiten, zum Arbeiten und er lernt unfassbar schnell. Also es ist so, er braucht in manchen Sachen 1-2 Runden und dann sitzt das. Also es ist einfach, ja, unglaublich. Ich werde das Wort wahrscheinlich noch 10.000 Mal sagen. Dieses Pferd ist tatsächlich einfach unglaublich. Also wie gesagt, Q hat sich wirklich vorbildlich verhalten in der ganzen Zeit, sodass wir dann so ein bisschen, ja, mal einen Schritt weiter gegangen sind und einfach mal die kleine 2040 Halle verlassen haben und uns die große Halle, die 2060 Halle, angeschaut haben. Natürlich war ich sehr gespannt, wie er reagieren wird. Das ist jetzt auch erstmal, sind der Spiegel an der Wand. Als wir das erste Mal jetzt da drin waren, waren auch andere Pferde mit in der Bahn, also 3 Stück mit zusätzlich zu ihm, davon 2 Stuten. Und es hat ihn einfach nicht interessiert. Also klar, er hat mal geguckt, aber er guckt und dann nimmt er das einfach so hin. Oh ja, sind wir jetzt hier? Super,
was machen wir jetzt? Arbeiten wir? Und dann ist er auch, ja klar, die ersten Male schon so auf der 60 Meter dann Seite. Klar schwankt der auch noch und das dauert dann mal, aber der braucht dann seine 2-3 Runden, bis der so sein Lot wieder hat. So, ah, da muss ich lang. Und dann lief der da Runde für Runde für Runde einfach. Also als ob das alles selbstverständlich ist, als ob wir das schon 20 Mal gemacht haben. Und da er so brav und toll war, hat dann mein Bereiter gesagt, okay, wir testen das einfach mal. Wir gehen einfach nochmal für die letzten paar Runden raus auf den Springplatz. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und auch da, also ihr könnt es euch denken, war das natürlich für dieses Pferd kein Problem. Bei der nächsten Reiteinheit dachte sich dann mein Bereiter, Chrissy, wir versuchen das Ganze heute mal ohne Ablongieren. Okay, dachte ich. Da ist jetzt jemand mutig. Aber ich glaube, dass er dieses Pferd wirklich sehr, sehr gut einschätzen kann. Mal abgesehen davon, dass ich auch glaube, er hat wirklich sehr viel Spaß mit ihm. Und dachte, wenn er das sagt, dann wird er das wissen, was er tut. Und so habe ich ihn halt ausgiebig Schritt geführt. Und er ist dann drauf und dann ist er losgeritten und hat ihn im Trab gelöst. Und er war nicht anders als sonst, als wenn ich ihn ablongiert habe. Er ist so selbstverständlich, so nach Motto, okay, Arbeitsmodus an. Das ist dann geil, seine Ohren klappen nach hinten zum Reiter. Und dann ist er so fixiert auf seinem Reiter und konzentriert auf seinen Reiter. Und der ist so wie im Tunnel, so nach Motto, okay, was möchtest du jetzt von mir? Was soll ich heute machen? Und ja, gib mir Input und sehr cool, machen wir und so. Er will einfach immer seinem Reiter gefallen. Er will immer das Beste, glaube ich, irgendwie geben. Also das Pferd. Und ja, also auf jeden Fall war das natürlich wieder kein Problem für Q. Ich glaube, für Q war bisher irgendwie noch nie was irgendwie ein Problem. Er lief dann einfach brav seine Runden. Das war auch dann das erste Mal, dass wir ein bisschen länger geritten haben. Also ich glaube, dann mit der Lösungsphase und so waren wir am Ende so bei 20 Minuten. Also ohne das Schrittführen natürlich vorher. War es ja klar, er war ja jetzt nicht warm, also er muss sich ja dann auch länger im Trab lösen, als wenn ich ihn ablongiere. Er war nicht anders, er war jetzt nicht irgendwie verspannt, er war nicht irgendwie angespannt, weil er nicht ablongiert wurde. Er hat das so hingenommen und hat so getan, als ob das eigentlich jeden Tag so wäre. Und ist seine Runden ganz, ganz brav und toll gelaufen. Das war natürlich einfach erstmal nur ein Versuch und die nächste Male habe ich auch erstmal wieder ablongiert. Abgesehen davon, es wird ja auch jetzt wieder ein bisschen kälter draußen und man muss ja auch sein Glück nicht überstrapazieren. Deshalb arbeite ich ihm vorher an der Longe immer ein bisschen, wobei ich ihn jetzt auch nicht in Anführungszeichen tot mache oder tot arbeite. Also lass ihn traben, ich lasse ihn ein bisschen galoppieren, aber viel schaffen tut er nicht vorher an der Longe, aber so, dass er sich halt auf jeden Fall schon mal bewegt hat, dass er einfach warm ist. Und so ging halt einfach das Spiel dann so ein bisschen weiter. Wir sind dann wieder ein paar Mal nochmal in der großen Halle geritten. Und jetzt gerade die Woche hat Foco mit ihm dann nochmal intensiver auch ein bisschen auf dem Platz trainiert, geübt. Einfach,
weil das Schöne ist, wir haben einen sehr, sehr großen Springplatz und der Kleine da einfach endlich mal so für ihn so ein bisschen wirklich geil ans Galoppieren einfach kommt. Er konnte einfach mal so ein bisschen außenrum sich mal so ein bisschen entfalten, ohne jetzt, ja, nach 60 Metern eben wieder ab in die Kurve abzubiegen, sondern er konnte einfach wie auf so einer großen, ja, Bahn einfach galoppieren, galoppieren, galoppieren. Und das Schöne war, dass man so gesehen hat, am Anfang war er so ein bisschen, okay, ich galoppiere. Und dann wurde er von Runde so, oh, ich kann galoppieren, oh, ich kann galoppieren, ach krass, ich kann galoppieren. Und dann hat man diesem Pferd angesehen, der wurde echt so, oh geil, ich kann galoppieren. Und dann lief der da über den Platz und dann nochmal auf der anderen Hand. Und dann fing der mal so ein bisschen an, richtig das Galoppieren, so aus der Schulter heraus auch und so. Und der wirkte so zufrieden und happy dabei. Das ist so unglaublich. Also ich glaube, das glaubt mir wahrscheinlich keiner. Oder ihr denkt einfach alle, ich habe einen Schatten, was ich da erzähle oder so. Aber ich schwöre bei Gott, diesem Pferd kann man eh, also man kann ja echt mit ihm krass kommunizieren. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Also er hat eine sehr krasse Körpersprache und sehr interessante Mimik. Und er nimmt auch es sehr viel von Menschen auf. Also er ist sehr sensibel auch für die Körpersprache. Und dementsprechend haben wir auch so manchmal unsere Unterhaltungen und Diskussionen auch ab und zu. Aber man merkt einfach, dass der an so Punkte kommt, wo er einfach neuen Input braucht. Und dann kriegt er ihn eben jetzt zum Beispiel durch sowas wie jetzt mit dem Galoppieren mal auf dem Außenplatz, dass er einfach mal sich entfalten kann und auch mal sein Tempo gehen kann, wie er möchte. Und dann steigt am Ende der Reiter ab und das Pferd ist so, oh, heute war ein guter Tag. Ja, und dann ist er so zufrieden mit sich selbst, zufrieden mit der Welt. Also, schön zu sehen auf jeden Fall. Natürlich biete ich ihn auch anderweitig Input für sein Köpfchen, wo er nicht eben auch immer körperlich arbeiten muss. Also wie gesagt, zweimal die Woche wird er unterm Reiter gearbeitet. Einmal die Woche longiere ich und die anderen Tage teile ich mir so ein bisschen ein, wie ich bockig bin. Also entweder hat er mal frei oder wir machen Spiel- und Spaßstunde oder ich mache Bodenarbeit oder ich lasse ihn einfach nur laufen. Ja, also ich gucke halt immer so ein bisschen, ne? Also je nachdem, wie er halt auch drauf ist und was er für den Input irgendwie gerade braucht. Er zeigt mir das eigentlich sehr gut, weil er nämlich dann immer so ein bisschen aufgedreht ist, wenn er meint, er muss jetzt mal wieder irgendwie beim Laufen lassen mal eine Runde bocken oder sowas. Oder er wirkt dann einfach unterfordert. Das heißt, ich muss mir irgendwas wieder ausdenken und ihm mit seinen Sinnen zu reizen. Also ich habe es mit Plane versucht, ich habe es mit Regenschirm jetzt die Woche versucht. Ich habe einiges ausprobiert, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil ihn einfach nichts beeindruckt. Also das werdet ihr nochmal in einem separaten Video, wie gesagt, dann auch sehen. Und ja, also ich glaube, ihr könnt selbst an dem Video sehen wirklich, was er für tolle Fortschritte gemacht hat. Auch körperlich und das eigentlich, wie gesagt, obwohl wir jetzt nicht so viel arbeiten mit ihm, aber klar, die Hormone kommen jetzt auch durch, also er wird jetzt einfach auch breiter und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Also ich sehe, dass das Pferd Spaß hat, mein Bereiter hat Spaß an meinem Pferd, was natürlich auch immer sehr schön ist, wenn dann auch die Bereiter sehr gerne mit den Pferden arbeiten. Ich habe super viel Spaß beim Zusehen und falls irgendeiner jetzt fragt oder im Video, ob ich schon drauf gesessen habe, nein, aber ich habe mir das jetzt echt fest vorgenommen, zumal jetzt auch mein Bereiter mir schwer an den Ohren liegt, dass es endlich Zeit ist, dass ich mich auf dieses Pferd setze, weil das einfach so toll zu reiten sein soll und so leichtrittig sein soll. Also ich bin gespannt, aber ich werde das jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen angehen, wenn ich auch so ein bisschen wieder den Kopf so ein bisschen frei habe, damit ich mich wirklich da auch drauf, nicht nur drauf konzentrieren, sondern auch drauf freuen kann. Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich habe momentan noch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist gerade aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich denke, in den nächsten Wochen wird auch das kommen. Und in der Zeit schaue ich einfach glücklich dabei zu, wie sich dieses Pferd entwickelt. Ohne irgendwie Stress zu haben, ohne irgendwie irgendwas erreichen zu müssen, sondern einfach, ja, man kann schon sagen, wie man mit Spaß ein Pferd ausbilden kann. Was natürlich halt einfach auch entsprechend sehr gut mitarbeitet, eine super Einstellung hat, eben wie gesagt super lehrreich ist, also und immer wieder neue Sachen lernen will. Wie hat er heute gesagt, heute sind wir auch noch, also ist der Foko auch noch mal geritten und da hat er so schön gesagt, in ein paar Wochen haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir ihm nichts Neues mehr beibringen können, weil er dann einfach für einen Dreijährigen alles kann. Dann werden wir sehen, wie wir den beschäftigen.
Ich werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Ihr konntet einfach mal Eindrücke von diesem wirklich tollen, wunderbaren Pferd bekommen. Und genau, wie gesagt, es wird jetzt ein Video nochmal von meinen Spiel- und Spaßstunden und irgendwie sowas quasi folgen, wie ich halt das Pferd auch neben dem Reiten beschäftige, was wir so alles machen und wie ich ihn irgendwie versuche, irgendwie aus der Fassung zu bekommen, aber es irgendwie nicht immer schaffe. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal, was hoffentlich ganz bald sein wird, ich gelobe Besserung, ich werde alles dafür geben, dass jetzt endlich wieder mindestens einmal die Woche ein Video online kommt, dass ihr wieder einschaltet und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.